Hallo und herzlich willkommen zur Durchblickpreisverleihung 2021 hier live aus dem Haus der Presse in Berlin. Wir begrüßen ganz herzlich die Mitglieder des Bundesverbandes Deutsche Anzeigenblätter und die Mitglieder aus dem Deutschen Bundestag sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und außerdem freuen wir uns über die zahlreichen Gäste von befreundeten Organisationen und Verbänden aus dem In- und Ausland. Ja, wir haben auch Zuschauerinnen aus Österreich, aus der Schweiz und aus Belgien dabei. Und ganz besonders freue ich mich in diesem Jahr, dass Anne Henning wieder durch die Preisverleihung Durchblick führt. Herzlich willkommen, Anne Henning. Vielen Dank, Jörg. Also es ist ganz auf meiner Seite die Freude und vielen, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Glücklicherweise führe ich ja nicht ganz alleine durch die Preisverleihung. Naja, du bist wieder da. Irgendwie schon, würde ich sagen. Du bist Gott sei Dank an meiner Seite, leider mit Abstand. Ja, das stimmt. Das muss leider sein und auch leider ohne Publikum. Sie sehen uns, wir Sie leider nicht. Ich hoffe, das wird ganz bald wieder anders sein. Ja, zu Corona möchte ich noch kurz sagen, also wir haben wirklich jede und jeden und alles vor und hinter der Kamera getestet und meine Tests waren negativ. Anne, wie sieht es bei dir aus? Bei mir Gott sei Dank auch, weniger ist viel mehr. Auch bei mir war es negativ, so auch natürlich bei allen anderen Beteiligten hinter und vor der Kamera. Vor waren wir, das sagten wir gerade. Und darüber hinaus halten wir auch alle weiteren Schutzmaßnahmen ein, die es zurzeit einzuhalten gilt. Ja, meine Damen und Herren, die CDU hat sich ja gerade bei der Nominierung des Kanzlerkandidaten etwas schwer getan. Ganz anders ist das bei uns beim BVDA gelaufen. Wir haben unseren Kandidaten für die morgige Präsidentschaftswahl sehr schnell und einvernehmlich gekürt. Und das ist der jetzige Präsident, Herr Alexander Lenders. Wolltest du an der Stelle noch was erwähnen? Hinterzimmerpolitik war nicht im Spiel? Nein, ich wollte nicht zur Hinterzimmerpolitik sagen. Nein. Gut, okay. Gut, dann schalten wir jetzt nach Monschau, von wo aus Sie, Herr Lenders, seinerseits herzlich willkommen heißen möchte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Heute darf ich Sie bereits zum zweiten Mal in der Geschichte des BVDA Medienpreises Durchblick sehr herzlich zu einer digitalen Preisverleihung begrüßen. Im Oktober des letzten Jahres hatte ich noch die große Hoffnung, dass wir uns heute live in Berlin sehen würden. Doch Corona hat uns auch hier wieder einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Und so müssen wir uns jetzt wohl langsam mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass eine virtuelle Preisverleihung nicht zwingend eine Ausnahme bleiben wird, sondern Teil des sogenannten neuen Normal werden kann. Und auch, wenn wir noch alle am Anfang dieses Transformationsprozesses stehen, haben wir im vergangenen Jahr als Branche eindrucksvoll bewiesen, wie flexibel und entschlossen wir sind. Virtuell, hybrid oder persönlich, heute ist auf jeden Fall ein Grund zum Feiern. Denn es geht heute im Kern nicht um eine tolle Location oder um eine schöne Stadt, nein, es geht um Sie, um die Nominierten des Preises 2021. Und ich freue mich sehr, dass auch die Staatsministerin für Kultur und Medien, Frau Professor Monika Grütters, unser Gast ist, um die Leistung der Anzeigenblattverlage und ihrer Redakteurinnen und Redakteure zu würdigen. Vielleicht hat das digitale Format in diesem Punkt sogar einen kleinen Vorteil. Die Nominierten und ihre Beiträge stehen noch mehr im Fokus. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserer letzten Preisverleihung haben genau das zurückgespiegelt. Deshalb möchte ich heute gemeinsam mit Ihnen positiv nach vorne schauen. Positiv nach vorne schauen in dieser Zeit fällt nicht leicht. Aber wir werden gemeinsam diese Krise bewältigen können. Und ich bin wirklich stolz auf die vielen Beiträge, die unsere Verlage und Redaktionen Tag für Tag, Woche für Woche unermüdlich leisten. Die Nominierten in der diesjährigen Sonderkategorie Corona-Mutmacher stehen stellvertretend für gut 600 Titel in rund 200 Verlagen. Und diese Menschen, die dort arbeiten, sie lassen den Kopf nicht im Sand stecken und engagieren sich engagiert für einen Weg aus der Krise. Und so den Menschen in Deutschland in dieser schwierigen Zeit Mut zu machen. Was unsere Mitglieder antreibt, die Medienvielfalt, die Demokratie, die Zivilgesellschaft und der gesellschaftliche Zusammenhalt vor Ort. Liebe Nominierte, egal wer heute Nachmittag als Preisträger oder Preisträgerin von der virtuellen Bühne gehen wird,
Sie alle sind Helden unserer Zeit und Vorbilder für unsere Branche, die wir sie alle im Moment in sehr stürmischer See manövrieren muss. Ich bin zuversichtlich, dass wir es mit tollen Menschen wie Ihnen durch diese Krise schaffen werden. Stellvertretend für unsere Branche danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihr Herzblut und Ihr unermüdliches Engagement für unsere Gattung. Ihnen und uns allen wünsche ich eine gute und schöne Preisverleihung. Vielen Dank, Herr Lenders, für die freundlichen Worte. Und jetzt freuen wir uns besonders, dass wir hier im Haus der Presse Frau Professor Grütters begrüßen dürfen, die Staatsministerin für Kultur und Medien. Herzlich willkommen. Ich bin gerne hier. Prima. Ja, eigentlich bräuchte ich Sie nicht vorstellen, aber ein paar Worte. Sie sind in Münster in Westfalen geboren und aufgewachsen. Mhm. Sie haben dort Kunstgeschichte, Politikwissenschaften und Germanistik an den Universitäten Münster und Bonn studiert. Mhm. Und schon 1989 sind Sie nach Berlin gekommen. Hier hatten Sie dann 1990 einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Hans Eisler und später eine Honorarprofessur an der Freien Universität Berlin. Mhm. Und hier haben sich dann indirekt schon zum ersten Mal unsere Wege gekreuzt, denn Sie haben meine damalige Freundin und heutige Ehefrau im Fach Kulturmanagement unterrichtet und das sehr gut, wie ich hören durfte. Und ja, um das jetzt nicht zu weit auszufahren, Sie sagten, Sie haben wenig Zeit, kürze ich Ihre Karriere in der Berliner CDU jetzt etwas ab. Seit 2013 haben Sie das Amt mit dem schwierigen Titel Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesregierung inne. Und seit 2016 gehören Sie dem Präsidium der CDU Deutschlands an. Und ich kann mir vorstellen, das war in den letzten Tagen nicht ganz einfach, oder? Das war in den letzten Tagen nicht ganz einfach und es gibt ja häufig schwierige Atmosphären und Probleme und auch mal Zeiten. Aber in der Tat hat diese jetzt inzwischen über ein Jahr anhaltende Pandemie uns alle sehr, sehr gefordert, das muss ich sagen. Und wenn das dann auch noch in ein Bundestagswahljahr fällt, dann kommen schon große Belastungen auf uns alle zu. Und das spüren wir zurzeit leider auch, das stimmt schon. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie jetzt bei uns sind. Und wir freuen uns auf Ihre Worte. Ja, vielen Dank, lieber Herr Dr. Eggers, sehr geehrter Herr Lenders, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Henning als Moderatorin, liebe Mitglieder der Jury, aber vor allen Dingen gilt ja Ihnen, sehr verehrte BVDA-Medienpreis-Nominierten, diese Veranstaltung. Gäbe es ein Ranking der Berufe und Branchen, die wegen Corona in der öffentlichen Wahrnehmung massiv an Bedeutung gewonnen haben, wären Lokal- und Regionalberichterstatterinnen und Berichterstatter neben Virologen, Pflegekräften und Paketzustellern ohne Zweifel ganz vorne mit dabei. Aktuelle Zahlen im Rahmen einer Langzeitstudie des Mainzer Instituts für Publizistik jedenfalls zeigen, das Medienvertrauen der Deutschen ist in der Corona-Krise deutlich gestiegen, wobei neben den öffentlich-rechtlichen Sendern die Regionalzeitungen und die Anzeigenblätter gehören dazu, das höchste Vertrauen genießen. Ihnen traut man offenbar also am ehesten zu, aus der unübersichtlichen Fülle an Fakten und Fake News nicht nur das sachlich Richtige, sondern auch das persönlich Relevante herauszufiltern. Und davon profitieren nicht nur die Leserinnen und die Leser. Lokale Berichterstattung ermöglicht Vertrauen in alle Medien, hat der renommierte amerikanische Historiker Timothy Snyder kürzlich in einem Interview gesagt. Deutsche Zeitungslesern ist er nicht zuletzt wegen seines 2017 erschienenen Antipopulismus-Buchs mit dem Titel »Über Tyrannei« und wegen seiner pointierten Lektionen für den Widerstand gegen Demagogen und Autokraten bekannt. Nach seiner Einschätzung, so Snyder vor einigen Wochen im Interview mit dem Deutschlandfunk, nach seiner Einschätzung bestehe eine der Stärken unserer Demokratie genau darin, dass es in Deutschland eben noch regionale Zeitungen und Radiosender gäbe und damit, ich zitiere, eine ordentliche Anzahl politischer Gespräche über das Leben am Ort oder in der Region. Lokale Berichterstatter nährten das Vertrauen in alle Medien, sagt er ja, weil ihre Präsenz vor Ort verhindere, dass Medien als etwas Entferntes, Abstraktes, vielleicht sogar Feindseliges wahrgenommen würden. Dass das gerade einem amerikanischen Historiker auffällt,
ist wohl kein Zufall. So mancher Redakteur in den USA stellte 2016, also nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, selbstkritisch fest, dass man mit dem Rückzug aus den Regionen, mit dem Verzicht auf eigene Lokalreporter, mit der Konzentration auf die Metropolen und auf die Themen urbaner Milieus auch das Gespür für die Sorgen und Nöte verloren hatte, die die Mehrheit der Bevölkerung bewegen. Diese Mehrheit lebt nämlich nicht in Großstädten, auch in Deutschland nicht. Für diese Mehrheit sind Lokalzeitungen ein Stück Heimat. Und weil sie nah dran sind an den Themen, die Menschen in ihrem Alltag bewegen, und weil sie dafür sorgen, dass diese Themen eben wahrgenommen, diskutiert und damit auch politisch relevant werden. Die Anzeigen und Wochenblätter, die landauf und landab in jedem Briefkasten landen, tragen dazu bei, lokale Neuigkeiten an den Mann und natürlich an die Frau zu bringen. Und das eben auch in Haushalten, in denen die Lektüre einer Zeitung nicht zur täglichen Routine gehört. Als zuverlässige und für alle zugängliche Quelle für Informationen rund um das unmittelbare Lebensumfeld bereichern sie die mediale Vielfalt in Deutschland. Und darüber hinaus wirken sie mit ihrer Berichterstattung aus nächster Nähe, ganz im Sinne eben Timothy Snyders, als Stützen des Medienvertrauens und damit der Demokratie in unserer Gesellschaft, weil sie auch Menschen erreichen, die ihre Lebenswirklichkeit in den überregionalen Medien nicht angemessen repräsentiert sehen. In der Corona-Krise haben die Wochenblätter, die Anzeigenblätter, beispielsweise mit Berichten über Nachbarschaftshilfen, außerdem dazu beigetragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz des notwendigen Social Distancing zu bestärken. Zu verdanken ist dies auch und insbesondere Journalistinnen, Journalisten und Verlagen, die dafür sorgen, dass hier neben der Werbung auch die Wirklichkeit zu Wort kommt. Dass neben der regionalen Wirtschaft auch lokale politische und gesellschaftliche Themen Aufmerksamkeit finden. Das ist umso wichtiger, seit Fake News und Verschwörungstheorien immer nur einen Mausklick weit entfernt sind. Und so mancher Internetbenutzer, so manche Internetbenutzerin natürlich in digitalen Echokammern den Bezug zur Wirklichkeit verlierend. Deshalb bin ich dem Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter, dem BVDA, bin ich Ihnen, lieber Herr Lenders, lieber Herr Dr. Eggers und Ihrem Team, sehr dankbar dafür, dass Sie in Zusammenarbeit mit dem renommierten Recherchenetzwerk Korrektiv seriöse Presseberichterstattung fördern und darüber hinaus mit dem Medienpreis Durchblick die besten Beispiele herausragenden publizistischen Engagements der Wochenblätter ins öffentliche Rampenlicht holen. In Zeiten der Pandemie, deren wirtschaftliche Folgen den Medien wie auch dem Anzeigengeschäft echt zusetzen, wir wissen das, ist dieser Durchblick ein wahrer Lichtblick. Und das nicht nur wegen der neuen Kategorie Corona-Mutmacher. Denn der Preis offenbart, was Qualitätsjournalismus auszeichnet und vom Gerede und Geraune im Netz eben auch unterscheidet. Unvoreingenommene Neugier und sorgfältige Recherche, die Bereitschaft abzuwägen und zu differenzieren, der wache Blick für Details und die Fähigkeit zur Einordnung in größere Zusammenhänge und er stärkt die Zuversicht, dass publizistische Qualität sich mit innovativen Ideen, mit Leser- und Verbrauchernähe und mit digitalen Aktivitäten auch in Zukunft behaupten kann. Dafür, liebe Nominierte, stehen Sie mit Ihren Beiträgen. Sie sorgen dafür, dass Anzeigen und Wochenblätter eben überall in Deutschland gern gelesen und hochgeschätzt werden. Als Informationsquelle für Neuigkeiten aus der Nachbarschaft, als Fundgrube für interessante Angebote vor Ort, als Orientierungshilfe für Konsum und Freizeit. Sorgen Sie in diesem Sinne bitte weiterhin für den Durchblick vor Ort. Herzlichen Glückwunsch meinerseits zur Nominierung und den Preisträgerinnen und Preisträgern natürlich auch zur Auszeichnung. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Professor Grütters, ganz herzlichen Dank für die lieben Worte und besonderen Dank, weil wir wissen, dass Sie uns nicht nur liebe Worte schenken, sondern dass Sie sich tatsächlich tatkräftig für uns einsetzen, dass auch gerade in dieser Corona-Zeit wir eine dringend notwendige Unterstützung bekommen, damit
damit das unsere Anzeigenblätter auch in Zukunft weiter so gibt. Deswegen ganz herzlichen Dank hier Corona-konform. Ich weiß nicht, ob der Strauß getestet ist, aber der ist getestet. Wunderbar. Haben wir eingehalten. Und sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Eggers. Damit machen Sie mir eine große Freude. Und wir wissen ja auch, wie nah Medien, Kultur und Natur in diesem Fall, sind es die Blumen, einander sind. Ich freue mich darüber jedenfalls sehr. Danke. Herzlichen Dank. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam die verschiedenen Kategorien der Durchblickpreisverleihung 2021 an. Ja, ganz genau, Jörg. Und in diesem Jahr haben wir noch etwas Besonderes. Und zwar haben wir statt der üblichen 4, 5 Kategorien. Mit dabei sind wieder Leser- und Verbrauchernähe, beste digitale Aktivität, beste journalistische Leistung und Innovation, die beste Idee des Jahres. Und hinzugekommen ist in diesem Jahr noch die Sonderkategorie Corona-Mutmacher. Und auf diese freue ich mich persönlich ganz besonders. Bei sinkender Auflagenzahl der Anzeigenblätter erhöhen wir also die Kategorien unserer Preise. Und damit unterstreichen wir, dass die Bedeutung der Anzeigenblätter keinesfalls sinkt, sondern im Gegenteil eher steigt. Ganz genau. Und das hat ja auch Frau Professor Grütters vorhin nochmal ganz eindrucksvoll vorgetragen. Genau. Und jetzt zurück zu unseren Kategorien. Aus allen Einreichungen haben die Mitglieder der BVDA-Mitgliedsverlage ihre Top 5 Nominierten gewählt, ihre Top 5. Und aus dieser Vorauswahl hat dann eine unabhängige Jury ihre Top 3 gewählt und Platz 3, 2 und 1 vergeben. Und wir werden heute hier die Gewinner in der jeweiligen Kategorie bekannt geben. Und es ist uns auch in diesem Jahr besonders wichtig, die Arbeit der Jury wirklich zu würdigen, weil die Experten bringen da sehr viel Zeit und sehr viel Energie und Motivation rein, um hier den Sieger zu wählen. Und wir danken ganz besonders unseren externen Jurymitgliedern. Das sind in diesem Jahr Herr Simon Kretschmer vom Recherchenetzwerk Korrektiv, Juliane Ibold vom Mittelstandsverbund, Helmut Herold als freier Journalist und Oskar Tiefendahl von der Evangelischen Journalistenschule. Und aus den Mitgliedsverlagen haben uns unterstützt Ola Niemann von der VRM, Thomas Pelzer vom Weiß Verlag, Lutz Rentsch von der Rundschau Verlagsgesellschaft, Livia Schommer von der Wochenanzeiger Medien GmbH und Henrik Stein vom Berliner Wochenblatt. Ja, und auch noch extern, aber eigentlich schon intern, ist Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland, vom HDE. Sie sind schon seit ganz vielen Jahren dabei und gehören sozusagen zum Inventar. Herzlich willkommen. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein konnte. Ja, Sie haben das beides miterlebt, unsere analogen Jury-Sitzungen und jetzt auch unsere digitale Jury-Sitzung. Und in den Verbänden und insgesamt überlegen wir ja immer, welche Formate kann man vielleicht später auch nach einer Corona-Krise ins Digitale weiter überführen oder dort belassen. Wie sehen Sie das bei unserer Jury-Sitzung? Also bei der Jury-Sitzung muss ich ganz offen sagen, würde ich stark davon abraten, es zu digitalisieren. Man braucht bei so einer Sitzung, wo man sich untereinander auch einigen muss, es manchmal auch ein bisschen höher hochgeht, wenn es knappe Entscheidungen zu treffen gilt, braucht man einfach so das menschliche Miteinander, muss sich in die Augen schauen können, muss sich auch mal an der Mimik vielleicht deuten können. Und das funktioniert im Digitalen nicht so gut. Viele Dinge funktionieren da sicherlich, aber bei Jury-Sitzungen wäre ich jetzt kein Fan davon. Ja, in der Corona-Zeit müssen wir drüber sprechen. Der stationäre Einzelhandel und wir auch als Anzeigenblätter, wir sind von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Wie schaffen Sie das, bei Ihren Mitgliedern weiterhin Optimismus zu verbreiten? Das ist eine sehr gute Frage, die natürlich schwer zu beantworten ist, in diesen Zeiten Optimismus zu verbreiten. Kommt bei vielen Unternehmen nur sehr, sehr schwierig rüber, wenn man sieht, dass sie in Existenzängsten sich befinden, jetzt schon seit vielen Monaten. Das ist in unserer beider Branchen ja definitiv so. Bleibt einfach immer nur der Verweis darauf, dass wir alle hoffen, dass wir alle so schnell wie irgend möglich so viele Menschen wie möglich durchimpfen und am Ende dann unsere Normalität wieder zurückbekommen können. Ja, Stefan Hertel, ganz vielen Dank. Ganz vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und bei uns bleiben und uns hier bei der Preisverleihung unterstützen. Und wir kommen jetzt zu den drei ersten Nominierten der 5 Kategorien. 5 Kategorien, 3 Beiträge, macht 3x5, 15 Beiträge, richtig? Wow. Und jeder ist mit einem Kurzfilm dabei. Also jeder Nominierte hat einen kurzen, erklärenden Film gedreht und produziert. Und mit dem besonderen Durchblickpreis Bester Film möchten wir die Mühe auszeichnen, die hinter der Produktion jedes einzelnen Films steckt. Und am Ende, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, sind Sie gefragt. Sie können live abstimmen, Ihren Favoriten. Und wir geben dann auch gleich unmittelbar den Gewinner bekannt.
Ja, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Kategorie, nämlich Leser- und Verbrauchernähe. Und hier werden eben Artikel ausgezeichnet, die besonders lesernahe sind. Genau, und dazu zählen auch Kampagnen, die im Rahmen der BVDA-Initiative Das geht uns alle an erschienen sind. Die Jury bewertete unter anderem, ob die Kampagne als Sprachrohr für die Belange der Leser fungiert, ob die Kampagne gestalterisch gut umgesetzt und ob das Thema längerfristig begleitet wurde. Ja, der erste Nominierte oder die erste Nominierte, die VRM aus Mainz, mit ihrer Upcycling-Challenge Hashtag Beste Reste. Damit haben sie es geschafft, mit dem Aufruf zur Resteverwertung die Leserblattbindung zu steigern und die Leser spielerisch an das Thema Nachhaltigkeit heranzuführen. Das Thema Corona hat viele Fragen aufgeworfen. Die Journalisten der WVW Ora Anzeigenblätter, unserem zweiten Nominierten, nutzten ihre Kernkompetenz und beantworteten mit Hilfe von Experten Leserfragen in ihrer crossmedialen Aktion zum Coronavirus. Ihr fragt, wir recherchieren. Nahrungsmittel nicht unnötig wegschmeißen, sondern sinnvoll verwerten, zum Beispiel mit leckeren Rezepten. Darum geht es in dem Beitrag der dritten Nominierten, der Wochenanzeiger Medien GmbH, mit ihrer Serie Resterezepte. Und jetzt schauen wir uns die Filmbeiträge an und sind gespannt. Wegwerfen war gestern. Upcycling ist angesagt. Mit der crossmedialen Leseraktion Hashtag BesteResteVRM haben wir im Sommer 2020 unsere Leser dazu aufgerufen, über Instagram, Facebook, vrmlokal.de oder per Mail Bilder und Beschreibung ihrer Upcycling-Projekte einzustellen. Begleitet haben wir die Aktion mit optisch auffälligen und wiedererkennbaren Sonderseiten, digitalen Bildergalerien und Social-Media-Posts. Mit der Aktion haben wir eine breite Leserschaft angesprochen und ein Trendthema genutzt. Die eingereichten Fotos gingen von kleinen selbstgemachten Dingen wie einem Stiftehalter bis zu Möbeln, Gartengestaltung und Kunstwerken. Die Resonanz hat uns selbst sehr stark beeindruckt. Dass so viele Menschen in unserem Verbreitungsgebiet ihre Ideen und Projekte mit uns teilen, hat uns sehr gefreut. Neben der Leserblattbindung war es unser Ziel, das Interesse an Nachhaltigkeit zu bedienen und das mit einem spielerischen Ansatz ohne erhobene Zeigefinger. Außerdem gab die Aktion Anregungen zur kreativen Beschäftigung während der Pandemie. Unter allen Einsendern wurden zahlreiche Preise ausgelost. Wir werden auch weiterhin dem Thema Nachhaltigkeit und den anderen Themen aus der Aktion Das geht uns alle an ein Forum in unseren Blättern bieten. Zu Beginn 2020 gab es in den Medien nur ein Thema. Trotz massiver Berichterstattung rund um das Thema ist uns aufgefallen, dass viele individuelle Fragen unbeantwortet waren. Hier wollten wir ansetzen. Ist das Virus für Raucher gefährlicher als für Nichtraucher? Unser Vermieter möchte das Haus verkaufen. Jetzt soll eine Besichtigung unserer Wohnung stattfinden. Ist das in Lockdown-Zeiten überhaupt erlaubt? Ich nutze die gleiche Waschmaschine wie meine Nachbarin. Nun hat sie Corona. Kann ich mich anstecken? Manche Fragen waren damals schon recht einfach zu beantworten. Andere Fragen haben uns damals Kopfzerbrechen bereitet. Zum Beispiel, wie wirkt sich Corona auf Raucher aus? Um diese Frage zu beantworten, mussten wir lange wühlen, bis wir eine chinesische Studie zu genau diesem Thema gefunden hatten. Außerdem holten wir uns Hilfe von Experten, etwa einem Rechtsanwalt oder auch Thorsten Schabelon, Pressesprecher des Uniklinikums Essen. Wir als Universitätsmedizin Essen, als führendes Gesundheitskompetenzzentrum im Ruhrgebiet, haben uns sehr über die Anfrage gefreut und für uns war klar, dass wir die mit unserer Kompetenz in den Bereichen Pflege, Versorgung und Forschung natürlich gerne unterstützen. Unsere Leser trauen uns zu, die richtigen Antworten zu finden und das ist auch gleichzeitig ein gutes Zeichen für die Gattung Anzeigenblatt als solche. Man nehme eine Ministerin, einen Leser, eine Bäuerin oder ähnliches, füge ein Rezept für ein einfaches Gericht hinzu und schmecke es mit einer kleinen Anekdote ab. Niemand verschwendet Essen gern. Trotzdem landen in unseren privaten Mülltonnen jedes Jahr 82 Kilo Nahrungsmittel pro Person.
Das sind zwei vollgepackte Einkaufswagen mit einem Warenwert von über 230 Euro. Vieles von dem, was wir wegwerfen, wäre aber noch bestens verwendbar. Beim Kochen für die Familie kocht man meist zu viel, erzählt Münchens Kommunalreferentin. Doch Essen wegschmeißen kommt nicht in Frage. Das habe ich schon von meiner Mutter gelernt. Gerade bei Bratengerichten bietet sich ihr Rumfort an. Das ist alles, was rumliegt und fort muss. Weltweit geht etwa ein Drittel aller Lebensmittel auf dem Weg vom Feld bis zum Teller verloren. Auf einer Fläche so groß wie die Schweiz wird praktisch nur für die Tonne angebaut. Mit unseren Resterezepten zeigen wir, wie jeder etwas Einfaches für ein bisschen mehr Nachhaltigkeit im Alltag tun kann. Wir servierten Brezenknödel, Restepfanne, Eierplatzerl, Apfelrösti, falsches Schnitzel und vieles mehr. Vielen Dank für die tollen Filmbeiträge. Und jetzt sind wir alle gespannt und möchten den Sieger in der Kategorie Leser- und Verbrauchernähe küren. Dazu darf ich einen Hertel bitten, der uns den Umschlag mit dem Gewinner überreicht. Ganz Corona-konform natürlich. Vielen Dank, Sie stellen ab. Und ich nehme ihn und wir schauen gemeinsam hinein. Sieger in der Kategorie Leser- und Verbrauchernähe, Durchblickpreis 2021 ist geworden. Die VRM mit der Upcycling Challenge, Hashtag beste Reste. Herzlichen Glückwunsch nach Mainz. Und wir haben dankenswerterweise Herrn Hertel hier bei uns, der uns stellvertretend für die gesamte Jury Auszüge aus den Jurystimmen verlesen wird. Also hier Ihre Bewertung nach Mainz. Herzlichen Glückwunsch auch von der Jury. Ich zitiere Lutz Rentsch von der Rundschau Verlagsgesellschaft Wuppertal. Die Leseraktion Beste Reste besticht durch ihre Relevanz, indem sie das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit und Schutz der Umwelt aufgreift, ohne große Katastrophenszenarien zu bauen, sondern den Servicegedanken in den Vordergrund stellt. Lösungen aufzeigen und nicht Probleme beschreiben ist die Devise der Aktion. Hendrik Stein von der Funke Berlin Wochenblatt sagt, informativ, interaktiv, grafisch hochwertig und alle zur Verfügung stehenden Kanäle nutzend. Beste Reste ist eine Kampagne, die Spaß macht und zum Mitmachen anregt. Tolle Worte von der Jury. Vielen Dank, Herr Hertel. Und jetzt schalten wir nach Mainz, von wo es uns ein Grußwort erreicht hat und wir schauen, wie die Reaktion ausgefallen ist. Danke. 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 Wir bedanken uns ganz herzlich beim BVDA dafür, dass wir mit unserer Upcycling Challenge Beste Reste den Durchblick gewonnen haben. Und wir machen weiter. Wir sind letzte Woche mit unserer neuen Serie Ackerkult an den Start gegangen und freuen uns auf alles, was dieses Jahr noch kommt. Danke! Glückwunsch auch von meiner Seite. Wir kommen jetzt zur zweiten Kategorie, beste digitale Aktivität. Und hier können eingereicht werden Apps und mobile Webseiten, Social-Media-Aktivitäten, digitale Verkaufsprodukte oder aber auch digitale Vermarktungsprojekte. Und Bewertungskriterien sind unter anderem Nutzerfreundlichkeit, Originalität, Design und Layout und auch, ob die digitale Aktivität die im Print bereits etablierte Marke in der Gesamtheit stärkt. Ja, und das Ziel der Erstnominierten in dieser Kategorie ist es, über ihr Internetportal mit lokalen Themen bei Google-Anfragen ganz weit oben in den Ergebnislisten zu landen. Und das hat die Süwe aus Ludwigshafen mit ihrem Beitrag Digital und doch lokal, nachhaltige Google-Präsenz zu Lokalthemen geschafft. Für die zweite Nominierte gehen wir nach Offenburg. Mit dem Portal www.deingutscheinhilft.de hat die Stadtanzeiger Verlags GmbH und Co. KG schnell und unkompliziert auf die wirtschaftliche Notsituation vieler Einzelhändler und Gastronomen in der Corona-Krise reagiert. Der dritte Beitrag von den Niederrhein-Nachrichten wurde auch mit einer Plattform zur Unterstützung des lokalen Handels nominiert. Unter dem Leitsatz Denk nach, kauf lokal unterstützen die Niederrhein-Nachrichten seit März 2020 den stationären Handel mit einer umfangreichen Kommunikationskampagne in verschiedenen Medien. Und meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor wir uns jetzt die Filme anschauen, möchte ich Sie nochmal an unseren Publikumspreis für den BVDA-Oscar erinnern. Sie haben die Chance, hier den besten Film zu wählen. Und bitte machen Sie sich schon Notizen und erinnern Sie sich, jeder hat nur ein Kreuz für einen Film am Ende. Und jetzt schauen wir uns die Filme an. Corona-Krise. Zusammengelegte, stark reduzierte Printausgaben. Um unsere Leser in schwierigen Zeiten täglich mit glaubwürdigen Informationen zu versorgen, wurde das Thema Fallzahlen online konsequent ausgebaut, auf sublokalen Ebenen, um möglichst viele Suchanfragen abzudecken.
Mittels einer grafisch aufbereiteten Themenseite konnten zahlreiche User zusätzlich zu Maskenaktionen, Nachbarschaftshilfen, Lieferdiensten, Verordnungen oder auch Interviews weitergeleitet werden. Im Laufe der Pandemie war Flexibilität in der Vergabe von immer wieder neuen Tags ein Grundstein, um steigende Besucherzahlen zu generieren. So stiegen die Visits über Google im vergangenen Jahr um 227%. Fast immer landeten unsere Artikel mit lokalen Corona-Begriffen auf Seite 1, meist sehr weit vorne. Selbst zu Top-Meldungen des Landes war das Portal bestens platziert. All diese Erfahrungen fließen nun in weitere lokale Themen. Immer mehr Themensammlungen und Ortsseiten werden grafisch aufbereitet und mit zusätzlichen Buttons zu Unterthemen versehen, leser- und Google-freundlich, quasi jeweils eine Homepage innerhalb des Portals. Softwaregestützte Schreibempfehlungen plus Lokalkompetenz der Redaktion sind die optimale Kombination für Google-Sichtbarkeit zu Evergreen-Artikeln. Nicht nur Google soll uns mögen, sondern insbesondere die Leser. Schließlich steht die Suchintention im Mittelpunkt. Unser Ziel: zu Lokalthemen immer öfter auf der ersten Google-Seite vertreten sein, getreu dem Motto digital und doch lokal. Dein Gutschein hilft ist ein Portal, was die Einzelhändler ganz kurzfristig in der Pandemiesituation unterstützen wollte. Und ich denke, es ist uns auch gelungen, in kurzer Zeit ganz viele wirklich auf das Portal zu bringen. Insgesamt meine ich rund 400 Einzelhändler, die sich hier engagiert haben. Und das finde ich doch ein toller Erfolg. Es handelt sich um eine leicht handelbare Plattform. Die Gastronomen, Unternehmen und Händler im Otterneukreis registrieren sich kostenlos darauf und wir bringen den Gutscheinkäufer über die Plattform mit dem Händler zusammen. Wir müssen dringend versuchen, für diese Geschäfte Liquidität zu schaffen. Und Gutscheine sind ein sehr, sehr gutes Mittel dafür. Und daher ist die Online-Plattform vom Stadtanzeiger Dein Gutschein hilft ein wunderbares Instrument. Und dafür sind wir natürlich dem Stadtanzeiger sehr dankbar. Wichtig war uns, den Einzelhandel zu unterstützen, die Gastronomie zu unterstützen, da wir ja alle in einem Boot sitzen und wir wollten in dieser schwierigen Zeit im Einzelhandel wie auch der Gastronomie etwas zurückgeben. Es geht uns um die einfache Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Es ist März 2020. Das Coronavirus erreicht NRW, die Regierung verhängt den ersten Lockdown. Was ist mit dem lokalen Handel? Mein Name ist Michael Jansen von den Niederrhein-Nachrichten und ich kaufe lokal. Mit dem Projekt Lokale Einkaufen unterstützen die Niederrhein-Nachrichten lokale Händler vor Ort und sensibilisieren die Bevölkerung für den lokalen Einkauf. Durchgehend seit März 2020 mit einer umfangreichen Kommunikationskampagne. Hauptakteur allerdings ist die Internetplattform www.lokaleinkaufen.nrw. Binnen weniger Tage entwickeln die NN diese Plattform, auf der über 1000 Händler ihre Liefer- und Abholdienste während des ersten Lockdowns publizieren. Für einen kleinen Beitrag veröffentlichen Händler auch Online-Coupons auf der Plattform, die zusätzlich in den Niederrhein-Nachrichten und auf Facebook angeteasert und nachweislich vor Ort eingelöst werden. Gemeinsam für unseren lokalen Handel, denn ohne diesen wäre unsere Gesellschaft eine andere. Denk nach, kauf lokal! Herzlichen Dank für die filmischen Inszenierungen Ihrer Beiträge. Und jetzt kommen wir auch wieder zur Siegerehrung dieser Kategorie. Herr Hertel, darf ich Sie wieder an meine Seite bitten? Herzlichen Dank für den Umschlag, den ich jetzt so nehme. Und wir schauen gemeinsam rein. Wer ist der Gewinner Platz 1 der Kategorie Beste digitale Aktivität Durchblickpreis 2021? Wir lüften das Geheimnis. Stadtanzeiger Verlags GmbH und Co. KG mit ihrem Portal www.deingutscheinhilft.de. Herzlichen Glückwunsch nach Offenburg zu diesem ersten Platz in dieser Kategorie. Und auch Ihnen möchten wir gerne die Jurystimmen mitteilen, die uns Herr Hertel verlesen wird. Bitte schön. Sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite ganz im Besonderen. Ich darf hier aus meiner eigenen Jurybegründung zitieren.
Dein Gutschein hilft, hat mitten im Lockdown auf einfache und schnelle Weise den örtlichen Unternehmen ein Stück weit über den Lockdown weitergeholfen. Die Aktion ist damit ein Stück digitale Nachbarschaftshilfe. Die tiefe Verwurzelung in der Region bei den Menschen und Betrieben vor Ort zeigt einmal mehr das große regionale Potenzial und die große Bedeutung der Anzeigenblätter im Lokalen auf. Lutz Rentsch von der Rundschau Verlagsgesellschaft Wuppertal sagt, die Aktion Dein Gutschein hilft unterstützt schnell und unkompliziert den lokalen Handel in der Region. Der digitale Auftritt besticht durch seine Einfachheit und seine lokale Gestaltung. Dem Verlag gelingt es hier, sich den Kunden als Partner in der Pandemie nachhaltig zu positionieren und Kompetenz im digitalen Handel bzw. in einer digitalen Transaktionsplattform zu demonstrieren. Das beschreibt ganz wunderbar, warum es der erste Platz wurde. Vielen Dank, Herr Hertel. Und wir haben jetzt das Vergnügen, ein Grußwort auch aus Offenburg empfangen zu haben. Und dahin schalten wir jetzt. Der Erfolg unserer Aktion Dein Gutschein hilft war überwältigend. Es haben sich rund 600 Unternehmen aus der Ortenau daran beteiligt. Innerhalb von 5 Tagen bis oft in die Nacht wurde in Rekordzeit das Portal umgesetzt. Unsere Leser und User haben Vollgas gegeben. Über 250.000 Euro an Gutscheinen konnten wir an die Unternehmen in der Ortenau vermitteln. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite nach Offenburg. Das war wirklich ein ganz toller Beitrag. Dann kommen wir auch gleich zur nächsten Kategorie, nämlich zur Kategorie Beste journalistische Leistung. Und in dieser Kategorie zeichnen wir die Beiträge aus, die im Jahr 2020 print oder online erschienen sind und besonders gut waren. Eingereicht werden konnten auch hier Artikel, die im Rahmen der BVDA-Initiative, das geht uns alle an, erschienen sind und sich auf folgende Themen fokussiert hatten. Corona, Fach- und Hausärztemangel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Woche des bürgerschaftlichen Engagements und Lehrermangel. Kriterien sind unter anderem die gesellschaftliche und lokale Relevanz, Nutzwert, Sprache und Stil. Und die 3 Nominierten in dieser Kategorie sind Heiner Frost von den Niederrhein-Nachrichten aus Geldern mit dem Artikel Sinkflug, der das oft tabuisierte Thema Suizid aufgreift. Ralf Spuchow vom Supersonntag Verlag aus Aachen mit seinem Beitrag Ein Klassenzimmer ohne Türen, Wände und Decken. Hier geht es um die Chance des Lernens im Wald als Vorbild für viele andere Schulen. Und Dieter Reisner vom Reutlinger Wochenblatt mit dem vielsagenden Titel Die Angst vor dem Sterben aus dem Leben einer obdachlosen Frau. Schauen wir uns jetzt die Filmbeiträge an. Heiner Frost gehört seit über 20 Jahren zum Redaktionsteam der Niederrhein-Nachrichten. Er hat keine Angst vor schwierigen Themen und schreibt unter anderem Gerichts- und Knastreportagen, berichtet aber auch über Museen, Ausstellungen und Künstler. Die Geschichte spielt im Sommerloch im letzten Jahr. Es ging um einen Wochenendaufmacher und ich hatte gesagt, man könnte ja was schreiben über ein Jugendtheater. Die haben gerade ihre Räume renoviert, waren fest am Arbeiten. Ich bin dann dahin und wir haben gedacht, wir machen ein witziges Foto und haben einen der Lehrer dieser Schule in eine Hängematte gelegt und dem einen Eimer Wasser ins Gesicht gekippt. War ein super Foto, leider nicht gut belichtet. Ich musste eine Stunde später nochmal dahin, ihn nochmal nass machen, war aber auch kein Problem. Super Typ. 3 Wochen später habe ich erfahren von meiner Tochter, der hatte sich das Leben genommen. Und ich war fix und fertig und habe gedacht, hätte ich da was merken können, dass es dem nicht gut ging. Und so ging es auch all seinen Schülern. Hallo, ich bin Ralf Spuchow und seit fast 40 Jahren als Lokaljournalist im Kreis Düren unterwegs.
die meiste Zeit davon für das Medienhaus Aachen. Das Corona-Jahr hat auch meinen Arbeitsalltag gehörig durcheinander gewirbelt. Aber es gab auch positive Aspekte. So hatte ich die Möglichkeit, Projekte zu begleiten und Geschichten zu schreiben, für die sonst vielleicht keine Gelegenheit gewesen wäre. Dazu gehört zum Beispiel der Waldtag der Klasse 1a der GGS Eifelfüchse in Vossenack. Die Klassenlehrerin Lena Mölders hat schon seit Beginn des Schuljahres im Sommer den Unterricht an einem Tag in den Wald verlegt. Der Wald wurde zum Klassenzimmer. Hier haben sie Schreiben gelernt, Buchstaben in die Luft gezeichnet, auf die mitgebrachten Tafeln geschrieben. Hier haben sie gerechnet, hier haben sie Sach- und Heimatunterricht gehabt. Und auch der Sportunterricht, der in der Turnhalle nicht möglich war, wurde nach hier in den Wald verlegt. Die Kinder waren von Anfang an begeistert. Sie sind hier als Klasse viel schneller zusammengewachsen, als das normalerweise möglich ist. Von dem Engagement der Lehrerin bin ich wirklich stark beeindruckt. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Lehrer ihren Schülern die Möglichkeit geben würden, den Wald so kennenzulernen wie die Eifelfüchse. Grüß Gott nach Berlin und hallo zusammen. Mein Name ist Dieter Reisner. Seit 2009 arbeite ich als Redakteur beim Reutlinger Wochenblatt. Davor habe ich beim Reutlinger Generalanzeiger volontiert. Vor meiner Zeitungszeit war ich als Fotograf tätig und habe weltweit Fotoproduktionen begleitet. Apropos Welt. Wir stehen hier auf dem Georgenberg vor den Toren von Reutlingen und die Kulisse ringsherum bildet die wunderbare Welt der Schwäbischen Alb. Aber auch hier gibt es Menschen, die durchs Raster fallen. So wie die Protagonistin in unserer Geschichte, die Angst vor dem Sterben, die für den Durchblickpreis nominiert worden ist. Darin schildert eine obdachlose Frau ihren harten Alltag mit Pfandsuche. Sie erzählt von bitteren Nächten voller Ängste und sie reflektiert ihr Leben. Sie weiß, was sie falsch gemacht hat. Sie gibt keinem die Schuld. Nach dem Erscheinen des Artikels ist Erstaunliches passiert. Es haben mehrere Menschen angerufen und ihr einen Platz zum Wohnen angeboten. Das ist großartig und zeigt, dass unsere Arbeit etwas bewirken kann. Blicken wir noch einmal ins Offene. Meine Heimat, die Schwäbische Alb. Hier gibt es großartige Landschaften, wunderbare Menschen und leckeres Essen. Nicht nur Spätzle, auch Linsen und Maultaschen. Herzlichen Dank für die Nominierung und viele Grüße nach Berlin. Wer von diesen drei wunderbaren Beiträgen wird nun der Gewinner in der Kategorie Beste journalistische Leistung? Wir kommen zur Siegerehrung und noch einmal großen Dank an Herrn Härte, dass er heute uns unterstützt und in diesen Momenten uns immer den Umschlag mit dem Gewinner bringt. Vielen Dank, stellvertretend für die gesamte Jury natürlich. Die Spannung steigt, möchte ich an dieser Stelle immer wieder sagen, denn es ist einfach aufregend für jeden, der hier teilnehmen darf. Und wir verkünden mit Freude den Gewinner in der Kategorie Beste journalistische Leistung, Durchblickpreis 2021. Und es ist Dieter Reisner vom Reutlinger Wochenblatt mit seinem Artikel Die Angst vor dem Sterben aus dem Leben einer obdachlosen Frau. Herzlichen Dank dafür und Glückwunsch nach Reutlingen. Und sehr gerne möchten wir hier auch die Laudation, die Jurystimmen an Sie weitergeben. Herzlichen Glückwunsch auch von der Jury. Ulla Nissmann von der VRM GmbH in Mainz sagt zu dem Artikel: Dieter Reisner nimmt uns in seinem Artikel die Angst vor dem Sterben mit in die Seelenwelt zu den Ängsten und Hoffnungen einer obdachlosen Frau. Er erreicht das ohne Pathos, ohne Kontaktschwelle. Dadurch macht er sie sichtbar für die Gesellschaft und erschwert auch das Weggucken, die soziale Gleichgültigkeit. Der Infokasten zum Tag der Wohnungslosen und der begleitende Bericht zur Beratungsstelle Elisabeth Zundelhaus runden das journalistische Angebot ab. Hendrik Stein von der Funke Berlin Wochenblatt sagt: Obdachlose werden häufig die Unsichtbaren in unserer Gesellschaft genannt. Das Leiden einer obdachlosen Frau in Reutlingen sichtbar zu machen, das ist der große Verdienst von Dieter Reisner. Der Autor hat sich auf den Alltag, die Biografie und die Ängste von Michaela B. eingelassen und ihr so ein Gesicht und eine Stimme gegeben. Der Beitrag ist ein Beispiel für gut gemachten Lokaljournalismus, der auf alles Reißerische und Voyeuristische verzichtet und so die Würde der dargestellten Menschen bewahrt, ohne ihre Lebenssituation zu beschönigen. Was für schöne Worte der Jury. Vielen Dank, Herr Hertel. Und an dieser Stelle möchten wir auch Herrn Reisner selbst zu Wort kommen lassen. Oh, was kommt mir in den Sinn? Mein Gott,
Ich glaube, ich spinne. Ein Bild, wahrlich, ich sehe. Ist das etwa eine Trophäe? Das ist der sichtbare Beweis für den diesjährigen Durchblickpreis. Liebe Jury, Männer und Frauen des Verbandes, ihr beraubt mich gerade des Verstandes. Er nennt uns zum Sieger in diesem Jahr, mich und das Reutlinger Wochenblatt. Ich verneige mich und bin ganz platt. Die Freude ist gar nicht aussprechbar. So lasst mich denn den Menschen danken, die an meiner Seite standen. Der Jury vom Verband, herzlichen Dank. Waldo Lehari, meinem Verleger, der mir vertraut. Carsten Witte, meinem Chef, der auf mich baut. Leute, das ist ein Straßenfeger. Wir sind jetzt Medienpreisträger. Dank gebührt auch der Kollegin Gabi Pieler, kümmert sich ums täglich Allerlei, hält mir so den Rücken frei, wahrt bei solchen Geschichten die Redaktionsdisziplin. Es ist ein besonderer Fall in diesem Stück, eine obdachlose Frau zu treffen, die ehrlich erzählt, keine Ausreden wählt. Danke auch für dieses Glück. Und die Moral von der Geschichte? Solche Stories gehören ins Rampenlicht. Und für mich? Es ist das Leben und es ist kein Spiel. Ganz ehrlich, es bedeutet mir sehr viel. Was für eine Poesie aus Reutlingen. Herzlichen Glückwunsch. Absolut. Ja, Jörg, die Preise, die wir heute vergeben, vor allen Dingen in einer Kategorie wie der gerade eben gesehenen, beste journalistische Leistung, heben die Qualität im Journalismus in den Anzeigenblättern nach vorne und macht sie überhaupt erst sichtbar. Jetzt arbeitet ihr ungefähr seit einem Jahr, richtig, mit der Initiative Korrektiv zusammen, wenn ich so richtig informiert bin. Und erklär uns auch ganz kurz, wie es überhaupt dazu kam, ihr zwei. Ja, also es war, erzähle ich sehr gerne, Simon Kretschmer, der Geschäftsführer von Korrektiv und ich, wir haben uns vor circa 2 Jahren schon kennengelernt und wir haben uns gegenseitig erzählt, was wir für tolle Sachen machen und haben uns dann auch immer überlegt, wie können wir denn unsere jeweiligen Stärken irgendwie zusammenbringen und das hat uns so getrieben. Und wie ich richtig informiert bin, hoffe ich, geht es vor allen Dingen darum, dass ihr die Verbreitung von Fake News bekämpft. Erklär uns doch kurz, was dahinter steckt. Ja, also gerade in der Corona-Zeit sind ja sehr viele Fake News verbreitet worden und werden auch noch verbreitet. Und Korrektiv führt da regelmäßig Faktenchecks durch. Mhm. Und die haben wir dann in regelmäßigen Abständen in unseren Anzeigenblättern abgedruckt und wirklich sehr weit verbreitet. Und damit eben auch unsere Stärke ausgespielt, nämlich auch digitale Blasen zu durchbrechen und mit diesen Informationen da wirklich an alle Haushalte zu kommen. Und das hat ja auch gerade Frau Grütters nochmal gelobt, wie wichtig das ist. Und das kommt eben wirklich im politischen Berlin, kommt das eben auch an. Und deswegen ganz herzlichen Dank an alle Verlage, die da auch mitmachen, die sich daran beteiligen. Und wir planen auch weitere Aktionen. Und ja, wir würden uns auch freuen, wenn Sie da weiterhin so dran teilnehmen würden. Es ist eine wirklich tolle Sache und ja, ich bin ganz gespannt, was da die Ideen sind, die ihr jetzt schon plant und was dann noch auf uns zukommt. Ja, Jörg, eine weitere Kooperation ist im Zusammenhang mit Qualität im Journalismus in den Anzeigenblättern wichtig zu erwähnen, nämlich die mit der Evangelischen Journalistenschule. Und ihr Leiter, Oskar Tiefenthal, ist bei uns glücklicherweise lange Jahre auch Jurymitglied gewesen in der Durchblickpreis-Jury, dieses Jahr allerdings zum letzten Mal. Und das bereuen wir natürlich sehr. Glücklicherweise haben wir von Herrn Tiefenthal ein Grußwort zugeschickt bekommen anlässlich seiner letzten Teilnahme dieses Jahr. Ja. Und das wollen wir sehr gerne mit Ihnen teilen. Meine Damen und Herren, die Pandemie ist für uns alle eine berufliche, persönliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung. Gerade in dieser Zeit zeigt sich besonders auf lokaler Ebene die Bedeutung der Anzeigenblätter für die journalistische Information der Bevölkerung. Mehr denn je ist Kreativität und journalistische Qualität gefragt. In meinen 7 Jahren in der Durchblick-Jury konnte ich beobachten, mit welcher Ernsthaftigkeit und Intensität sie an dem Problem und an dem Thema Qualität in der Berichterstattung gearbeitet haben. Es war mir eine große Freude und Ehre, Sie in der Jury und auch in meiner Position in der Evangelischen Journalistenschule als Ausbildungspartner des BVDA in den letzten Jahren unterstützen zu können. Und ich bedanke mich dafür ganz herzlich. Ich hoffe, dass diese Kooperation auch in Zukunft fortgesetzt werden kann.
Der Abschied aus der Jury fällt mir nicht leicht, aber ich trete im kommenden Jahr in den Ruhestand und das ist für uns alle ein Perspektivwechsel im Leben. Deswegen bitte ich Sie herzlich um Verständnis. Der BVDA ist auf einem sehr guten Weg, das sieht man auch an der bemerkenswerten Kooperation mit Korrektiv und darüber freue ich mich sehr. Bleiben Sie am Ball und ganz herzlichen Dank, insbesondere auch an das Team um Dr. Eggers. Vielen Dank für das Vertrauen. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank, Herr Tiefenthal, auch nochmal von meiner Seite für die tolle Zusammenarbeit. Das war immer sehr konstruktiv, hat vor allem auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir wünschen Ihnen nun einen wirklich angenehmen Unruhestand und hoffen, dass wir auch weiter in Kontakt bleiben. Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen jetzt zur vierten Kategorie der Durchblick-Preisverleihung 2021, nämlich Innovation, die beste Idee des Jahres. Hier werden außergewöhnliche Ideen ausgezeichnet, ob Print- oder Online-Formate. Und hier zählen unter anderem Kreativität, Visualisierung und nachhaltige Nutzbarkeit zu den Bewertungskriterien. Ein Frauenmagazin, das auch von Männern gelesen wird. So beschreibt der erste Nominierte der Wochenspiegel aus Trier seinen Beitrag Das Hochglanzmagazin F. Bei der zweiten Nominierten, der Syver aus Ludwigshafen, geht es um digitale PR bzw. Native Ads. Wir freuen uns auf den Beitrag Digital PR 4.0 – Neue Reichweiten für PR-Texte. Ein Thema, was viele Menschen interessiert, sind Produktempfehlungen und Preisvergleiche. Die dritte Nominierte, die VRM aus Mainz, hat es mit Circle Link geschafft, diese Serviceinhalte auch zu monetarisieren. Und bevor wir uns jetzt die drei Filmbeiträge anschauen, möchte ich Sie noch mal erinnern, dass Sie heute die Möglichkeit haben, den besten Film zu wählen. Und bitte machen Sie sich jetzt Ihre Notizen. Und wir schauen uns jetzt die Filme an. Ganz genau, viel Spaß. F, unser lokales Frauenmagazin. In F lesen Sie spannende Porträts über Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Frauen, die etwas zu erzählen haben. Frauen, die ihr einen Einblick gewähren, sowohl in ihr Geschäftsleben als auch in ihr Privatleben. Mein Name ist Edith Lücke. Ich betreibe seit 45 Jahren eine Parfümerie in Trier. Das Frauenmagazin F hat mich sehr überzeugt. Und deswegen haben wir auch darin geworben. Und der Erfolg gibt uns recht. Für uns im Anzeigenverkauf war F gleichermaßen Herausforderung als auch Chance. Wir wollten Kunden gewinnen, die ansonsten kaum einen Zugang zu uns als Anzeigenblatt finden. Insofern sind wir sehr stolz und glücklich darüber, dass wir sowohl nationale als auch regionale Hochkaräter jetzt für die Präsentation in F gewinnen konnten. F ist das Ergebnis einer herausragenden Teamleistung, die wir als Redaktion auch mit viel privatem Engagement gemeistert haben. Als Unternehmerin weiß ich, wie wichtig es ist, gute Entscheidungen zu treffen, gerade in schwierigen Zeiten. Und wichtig ist auch, Ideen schnell umzusetzen. Beides ist hier hervorragend gelungen. Ich wünsche F für die Zukunft alles Gute und noch viel Erfolg. Mit F ist uns ein Magazin gelungen, dass man uns in dieser Form nicht zugetraut hätte. Wir haben ein Magazin am Markt etabliert, das sowohl von Frauen als auch von Männern gleichermaßen gerne in die Hand genommen wird. Die Anzeigenblattbranche sucht händeringend nach digitalen Monetarisierungsmodellen. Banner können dabei maximal ein flankierendes Erlösmodell darstellen. Die digitale PR, Neudeutsch Native Ad, kann mehr und wird seit 2019 im attraktiven redaktionellen Umfeld des trafficstarken Verlagsportals Wochenblattreporter.de platziert. Nach 2 Jahren Produkterfahrung, intensiven SEO-Schulungen und mit neuen Möglichkeiten einer umfangreichen Software konnte 2020 eine innovative Portfolioerweiterung geschaffen werden. Gegen Aufpreis sind entscheidende Reichweitensteigerungen durch komplexe, softwarebasierte Keyword-Analyse sowie datengetriebene Suchmaschinenoptimierung möglich, selbstverständlich individuell geschrieben von Redakteuren. Zudem sind als weiteres Produkt Themen- und ortsspezifische PR-Ausspielungen unter Redaktionsartikeln hinzugekommen. Aus dem monatlichen Suchvolumen eines Keywords, dem Google-Ad-Preis, dem Google-Ranking und dem Preis des Kundenprodukts ergeben sich überzeugende Argumente. Anzeigenblätter waren bisher Spezialisten für reichweitenstarke Werbung. Nun kann sehr zielgerichtet, ohne Streuverluste, PR beim proaktiv suchenden User platziert werden.
Digital-PR kann in beliebiger Zahl verkauft und online gestellt werden. Das Verlagsportal benötigt nicht wie bei Bannern mehr Traffic oder wie bei Print mehr Papier zur Umsatzsteigerung. Mehr Umsatz pro Digital-PR-Buchung, mehr Arbeit für die Redaktion, eine neue, wertvolle Beratungsqualität und mehr Reichweite für den Kunden. Eine absolute Win-Win-Situation. Wir alle kennen den Aufwand, wenn ein Produkt das Interesse geweckt hat. Gibt es Bewertungen? Und die wohl wichtigste Frage, wo gibt es den besten Preis? Menschen legen besonders viel Wert auf Produktempfehlungen und Bewertungen. Wir nutzen CircleLink, um abgebildete Produkte aus Produktvorstellungen oder Rezensionen kaufbar zu machen. Das geht mit dem Share-Button mittels QR-Code. Der QR-Code wird automatisch von CircleLink erstellt. Diesen erhalte ich von der Redaktion und baue ihn direkt in unser Layout ein. Für mich ist das super praktisch. Über den Scan komme ich ohne Mehraufwand auf einen Preisvergleich, aus dem ich das beste Angebot auswählen kann. Hierbei ist eine Anmeldung nicht nötig, um den Preisvergleich zu nutzen. Als Partner erhält die VRM eine Vermittlungsprovision. Angemeldete Kundinnen profitieren vom Bonusprogramm. Das bietet nicht nur unseren Lesern und Leserinnen einen Mehrwert, sondern auch uns als VRM. Produktvorstellungen sind ein regelmäßiger Bestandteil unserer Publikation. Circle.link hilft uns damit, unsere Leser mit den von Ihnen gewünschten Produkten direkt in Zusammenhang zu bringen. Die Umsetzung war leicht und wir tragen gar kein Risiko, aber dafür haben wir die Chance auf neue Erlösquellen. Mit der VRM haben wir einen starken Partner gefunden, um mit einem innovativen QR-Code-Ansatz ein klassisches Medium zu digitalisieren. Mit CircleLink kann man im Handumdrehen abgebildete Produkte aus der Zeitung heraus direkt übers Handy einkaufen. Eine Kooperation, die uns verbindet. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir kommen jetzt zur Siegerehrung in der Kategorie Innovation, die beste Idee des Jahres. Ich darf wieder Herrn Hertel bitten, den Job zu übernehmen, den ganz wichtigen, uns den Umschlag zu bringen. Vielen Dank, in den ich gleich hineinschaue, um den Sieger vorzulesen aus der Kategorie Innovation, beste Idee des Jahres für den Durchblickpreis 2021. Und es ist geworden die Süwe Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft MBH und Co. KG mit ihrem Beitrag Digital PR 4.0, neue Reichweiten für PR-Texte. Herzlichen Glückwunsch nach Ludwigshafen und wieder Herrn Hertel. Als stellvertretendes Jurymitglied möchten wir die Laudation vorlesen, zumindest Auszüge daraus. Herzlichen Glückwunsch auch von der Jury. Hendrik Stein von der Funke Berlin Wochenblatt sagt zum Beitrag: Unglaublich, welch eine Expertise Anzeigenzeitungsverlage inzwischen auch im Digitalen aufgebaut haben. Native Ads bilden dabei sicher eine Säule des Verlagsgeschäfts im Digitalen. Mit der größeren Sichtbarkeit wird für den Kunden der Nutzwert einer Digital-PR nachvollziehbarer und quantifizierbar. Die Süwe hat hier ein komplexes und innovatives Konzept entwickelt, das einen wirklichen Mehrwert für Kunden darstellt und zugleich ihre Bindung an den Verlag stärkt. Lutz Rentsch von der Rundschau Verlagsgesellschaft Wuppertal sagt, die Innovation des Jahres besticht durch die Kombination von einem bekannten und gekannten Produkt, dem Advertorial, und einer neuen digitalen Form der Sichtbarkeit in Verbindung mit einem attraktiven Preispaket. Hier werden in intelligenter Art und Weise die Faktoren Quantität, Qualität des PR sowie die Frequenz als auch die Sichtbarkeit für den Leser und Nutzer miteinander innovativ kombiniert. Ein wirklich toller Beitrag. Vielen Dank, Herr Hertel, für die Worte der Jury. Und jetzt schalten wir nach Ludwigshafen, von wo aus uns auch ein Grußwort erreicht hat, mit der Reaktion auf den ersten Platz in dieser Kategorie. Hallo aus der Pfalz, in die leider nur virtuelle Runde. Aber wir freuen uns wirklich riesig über die diesjährigen Erfolge beim Durchblickpreis. Wir freuen uns insbesondere über diesen ersten Platz. Denn das Prädikat Innovation des Jahres wird uns sicherlich weiterhelfen, ein wirklich wichtiges Projekt weiter nach vorne zu bringen. In diesem Jahr möchten wir mit dem ganzen Native Ad Portfolio eine deutlich sechsstellige Summe meistern und deshalb vielen Dank an die Jury, vielen Dank auch an den BVDA, der in der Krise die Verlage fantastisch unterstützt und insbesondere vielen, vielen Dank an das ganze Süwe-Team, das in schweren Zeiten wirklich Großartiges leistet. Das ist euer Preis. Vielen Dank nach Ludwigshafen für das Grußwort. Und wir kommen jetzt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, zur letzten Kategorie in diesem Jahr. Das ist die besondere und hinzugekommene Sonderkategorie Corona-Mutmacher.
Jörg, seit mehr als einem Jahr kommen wir einfach nicht an diesem Thema drumherum und leider sind viel mehr negative Nachrichten an das Thema Corona geknüpft. War das unter anderem ein Grund, warum ihr diese Kategorie überhaupt ins Leben gerufen habt? Ja, also wir haben das auch versucht, dann mit den positiven Seiten zu verknüpfen, weil es gab ja auch sehr viele Hilfsangebote zunächst in den Social-Media-Kanälen. Und man hat dann aber ganz schnell gemerkt, dass die Hilfsbedürftigen tatsächlich nicht, also gerade die älteren Menschen, nicht online unterwegs sind. Und da hat sich dann auch wirklich sehr schnell wieder unsere Stärke bewiesen, nämlich dass wir Hilfsangebote mit Hilfsbedürftigen zusammenbringen. Und das ist unsere ganz große Stärke. Und wir haben ein unglaublich positives Feedback auch von den Leserinnen und Lesern bekommen für die ganzen Perspektiven, die wir auch aufgezeigt haben. Und ein herzliches Dankeschön geht auch an die Verlage, die trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation ihr Anzeigenblatt weiter produziert, weiter gedruckt und verteilt haben. Und deswegen haben wir auch diesen Sonderpreis aufgesetzt, um wirklich für die besonderen Leistungen oder die besonderen Leistungen der Anzeigenblattverlage gerade in dieser Zeit auszuzeichnen und zu würdigen. Ja, es ist wirklich toll, wenn du das so beschreibst, welche wichtige Rolle die Anzeigenblätter gerade in dieser Corona-Krise für die Menschen einnehmen kann und es auch tut. Ganz, ganz toll. Deswegen kommen wir jetzt zu den Nominierten in dieser besonderen Kategorie. Ein analoges Helfernetzwerk, Jörg, das hast du gerade beschrieben, ist gerade in dieser Corona-Krise so wichtig. Der erste Nominierte, die Funke NRW Wochenblatt GmbH aus Essen, hat die große Akzeptanz eines ihrer Titel genutzt, um diese einzigartige Bürgerhilfsaktion für Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ins Leben zu rufen. Zum zweiten Nominierten, dem Singender Wochenblatt, sei zunächst gesagt, dass ihr Verlagsleiter Herr Anatol Hennig gerade vom Magazin für Führungskräfte der Medienbranche CressPro zum Anzeigenblattmanager des Jahres gekürt wurde. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und der nominierte Beitrag lautet hier: Mit Mut und Orientierung durch die Krise. Mit viel Freude hat der dritte Nominierte eine Schwerpunktausgabe zum Thema Freude entwickelt. Trotz aller Widrigkeiten, was sind Themen, worüber und worauf sich die Menschen in der Corona-Zeit freuen? Das beleuchtet die Wochenanzeiger Medien GmbH aus München. Und wir schauen uns jetzt alle drei Filmbeiträge dazu an. Viel Spaß! Als vor circa einem Jahr der erste Lockdown kam, da dachte ich mir, irgendwas müssen wir unternehmen. Bei uns auf dem Land gibt es bestimmt viele ältere Menschen, die sowieso schon kaum vor die Tür kommen und jetzt noch dieser zweite Lockdown. Ja, da habe ich die Sandra angepinnt, die hat eigentlich sofort zugestimmt und einen Tag später haben wir die Facebook-Gruppe gegründet. Bei unserer Corona-Helfer-Netzwerkgruppe kam es darauf an, in relativ kurzer Zeit etwas sehr Großes auf die Beine zu stellen. Und das ist uns mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in allen 7 Ortsteilen von Hamminkeln auch gelungen. Auch in meinem Ortsteil Wetterbruch ist die Hilfsbereitschaft ausgesprochen groß. Kurz nach dem Aufruf meldeten sich zahlreiche Hilfeanbieter für Einkäufe, Fahrten zum Arzt, mit dem Hund Gassi gehen und so weiter. Wir haben hier in Brünen zusammen mit der Kirchengemeinde rund 100 Flyer verteilt, damit auch Menschen erreicht werden, die nicht im Internet unterwegs sind. Rückblickend kann man sagen, dass unser Helfernetzwerk sehr erfolgreich war, weil sofort viele Menschen bereit waren, anderen Menschen in Not zu helfen. Das macht Mut für die Zukunft und wir sind weiterhin am Ball. Und dazu sage ich einfach mal Daumen hoch. Corona-Pandemie so zuschlägt, wie wir das gedacht haben, wie sie es tun wird. Welche Werte wollen wir in die Haushalte bringen? Und spannenderweise, wie ich das auch erwartet habe, haben die Menschen bei uns im Unternehmen sehr genau gewusst, was wichtig sein würde in den Haushalten. Und so kamen die Werte Klarheit, Zuversicht und Orientierung. Von da ab war das unsere Leitlinie.
In der Corona-Zeit hat unsere Redaktion versucht, die größtmögliche Orientierung für unsere Leserinnen und Leser zu bieten. Auch wenn uns dabei immer bewusst war, dass wir nicht alles klären können und die Informationen sehr kurzlebig sind. Zuversicht war schon immer ein wichtiger Bestandteil bei uns im Verkauf. Auch wenn es im Moment schwierig erscheint, blicken wir zuversichtlich in die Zukunft, weil wir gelernt haben, nah am Kunden zu sein und wir wissen, für was wir in der Region stehen möchten. In einem rundum schwierigen Corona-Jahr haben wir alle auch Augenblicke der Freude erlebt. Diese Momente schaffen keine Probleme aus der Welt. Sich freuen zu können bedeutet aber, trotz allem eine Perspektive wahrzunehmen. Mitten im Corona-Lockdown haben wir mit Freude Schwerpunktausgaben gestaltet, um das Jahr mit einem Gegengewicht zur Pandemie abzuschließen und nach vorne zu sehen. Mehr als 320 Menschen aus vielen Bereichen, Handwerker und Ehrenamtliche, Minister und Schüler, Bischöfe und Sportler, Feuerwehrleute und Künstler, haben mit unseren Lesern oft ganz persönliche Augenblicke und Momente der Freude geteilt. Da ist der Wirtschaftsminister, der sich freut, seine kleinen Kinder aufwachsen zu sehen. Da ist der Bürgermeister eines oberbayerischen Dörfchens, der sich auf das nächste Rammstein-Konzert in Hamburg freut. Da ist der Feuerwehrmann, der sich freut, wenn den Kollegen auf der Wache sein Schweinebraten schmeckt. Da ist die 16-jährige Kunstradfahrerin, die nach viel Üben endlich den Handstand auf dem Fahrrad halten kann. All diese Menschen zeigen, wie vielfältig die Leserschaft einer Anzeigenzeitung ist. Sie machen mit ihren Beiträgen Mut, das Positive in Krisenzeiten nicht zu vergessen. Ja, wir kommen jetzt ein letztes Mal zur Siegerehrung, dieses Mal in der Sonderkategorie Corona-Mutmacher. Und auch Hertel kommt ein letztes Mal zu mir. Vielen Dank. Gerne. Der Umschlag mit dem Gewinner in der ganz besonderen Kategorie. Und wir sind gespannt, wer es sein wird. Gewinner in der Kategorie Corona-Mutmacher in der Durchblick-Preisverleihung 2021 ist geworden. Das singende Wochenblatt mit Mut und Orientierung durch die Krise. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis und noch einmal zum letzten Mal die Laudation auch für Sie. Nachsingen die Stimmen der Jury. Herzlichen Glückwunsch auch von der Jury in dieser letzten Kategorie. Von Ulla Niemann, VRM GmbH Mainz, die dazu sagt, einen Neuanfang zu wagen, während das Gelernte und Bekannte wackelt, ist eine durchweg positive Botschaft in den Markt und in die Gesellschaft. Es ist ein Appell daran, sich neu zu erfinden, statt sich aufzugeben. Es ist ein gutes Beispiel, das Mut macht, den Lesern und der Branche. Zum Abschluss leiste ich mir den Luxus, nochmal aus meiner eigenen Jurybegründung zu zitieren: Mut zu mehr. Und das mitten in der Corona-Krise. Mit neuen Formaten und zusätzlichen Inhalten überzeugt das Singener Wochenblatt. Die großen Themen der Pandemie werden verständlich auf die regionale Ebene heruntergebrochen. Das bietet den Leserinnen und Lesern in dieser schweren Zeit Orientierung und Information. Ein echter Mutmacher in einer ansonsten vielerorts eher pessimistischen und unübersichtlichen Lage. Tolle abschließende Worte. Vielen Dank, Herr Hertel. Und Herr Hennig, einmal nach Singen zu Ihnen. Wie hat das Team und Sie den Preis aufgenommen? Ich möchte mich bedanken bei einem Team, was sich allem, was wir wahrgenommen haben, allem, was bei unseren Kunden passiert ist, allem, was da draußen war, wo bei unseren Lesern Verunsicherung war, gestellt hat und den Mut hatte, jeweils zu überlegen, was wirklich daraus zu machen ist und aber teilweise ganz viel über Bord geworfen hat, was wir glaubten bislang, was richtig ist. Ich möchte mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, dass sie mit so viel Akzeptanz und Verantwortung durch dieses schwierige Jahr mit uns gegangen sind. Und ich habe riesen Freude, mit diesem ganzen Team in die Zukunft zu starten. Und Dankeschön an unsere Partner und hier natürlich auch ganz besonders den BVDA. Man merkt in solchen Situationen,
Oder gerade in solchen Situationen, wie wichtig es ist, Partner zu haben, mit denen man gerne in die Zukunft startet. Ich möchte mich bedanken für die intensiven Austausche und teilweise auch die intensiven Zusammenarbeiten, die es gerade in diesem Corona-Jahr gab, weil auch das ist BVDA und auch das ist Verbandsarbeit. War Corona in diesem Fall eine Chance für das Wochenblatt, die nachhaltig genutzt werden konnte? Ja, weil wir haben jetzt viel mehr Klarheit auch selbst, was denn Lokaljournalismus heute bedeuten muss und was es heute auch bedeutet, Kunden durch unsichere Zeiten zu unterstützen. Ja, Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite nach Singen. Und meine Damen und Herren, das waren Sie schon, unsere 5 Kategorien. Und wir gratulieren ganz herzlich allen Gewinnern und dazu zählen ausdrücklich auch die Nominierten. Und wir bedanken uns auch für die ganz tollen und unterschiedlich gestalteten Filmbeiträge, die ja, uns allen eine ganz große Freude gemacht haben. Apropos Filmbeitrag, eine Siegerehrung bleibt uns ja noch, nämlich die eingangs erwähnte Bester Durchblick Film. Und jetzt dürfen Sie mitmachen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Sie sind gefragt, live abzustimmen. Ich hoffe, Sie haben sich eine Notiz gemacht, welcher Film Ihnen am besten gefallen hat. Schauen Sie einmal auf der BVDA-Seite, wo Sie das Video gerade sehen. Einmal unter dem Video ist ein Hinweis, Wahl zum besten Durchblickfilm. Dort klicken Sie auf den roten Button zur Abstimmung bester Durchblickfilm. Und wenn Sie dann zur Umfrage kommen, klicken Sie auf Umfrage starten. Dann können Sie ein Häkchen machen bei Ihrem Favoriten und schließen die Umfrage ab mit dem Button rechts unten abschließen. Und dann haben wir in wenigen Sekunden auch den Sieger bei uns. Ja, und während Sie jetzt abstimmen, machen wir eine Zeitreise in die Zukunft. Und zwar blenden wir nach Augsburg, wo am 14. und 15. Oktober unsere hoffentlich analoge Herbsttagung stattfindet. Wie Sie an den Fotos sehen, haben wir da wirklich ganz tolle und große Räumlichkeiten. Wir haben das Veranstaltungszentrum Kongress am Park geschartert und da ist wirklich sehr viel Platz. Da können wir die Abstandsregeln einhalten, die Hygieneregeln und können, denke ich, eine tolle Veranstaltung durchführen. Wir danken auch jetzt schon dem Gastgeber der Abendveranstaltung, der Pressedruck- und Verlags GmbH aus Augsburg, die ebenfalls wirklich tolle eine tolle Location ausgewählt hat. Und Anne, ich weiß nicht, wie sieht's aus? Noch nicht. Ich wollte an der Stelle erst noch mal loswerden, dass ich euch die Daumen drücke. Ich muss jetzt kurz sagen, ich brauche nämlich noch die eine oder andere Sekunde, deswegen kurz der Übergang. Ich drücke die Daumen, dass es im Herbst wieder dafür klappt, dass ihr euch analog treffen könnt. Denn ich glaube, ich spreche dafür viele, dass wir alle die große Sehnsucht haben nach echten und wahren Begegnungen und sich da auch wieder zusammentreffen zu dürfen. So viel zu der Überbrückung. Das war ja auch nicht schlecht, die Informationen nochmal loswerden an der Stelle. Und ich gucke, ob es ein Ergebnis gibt. Bester Film, es gibt einen. Und zwar ist es geworden die Syve Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft. Digital PR 4.0, neue Reichweiten für PR-Texte. Glückwunsch, denn Sie hatten ja auch schon den ersten Platz in der Kategorie Innovation, beste Idee des Jahres. Was für ein erfolgreicher Tag nach Ludwigshafen. Super, ganz großartig. Die Urkunde ist in dieser Sekunde auch schon auf dem Weg zu Ihnen. Und ich möchte den Moment nutzen, wir haben es schon vielfach hier erwähnt, aber noch einmal einen großen Dank an alle in den Verlagen der Nominierten, die mit der Produktion der Kurzfilme zu tun hatten. Nur dank Ihnen ist es möglich, dass wir so eine bunte und abwechslungsreiche Preisverleihung überhaupt durchführen können. Unbedingt. Dem kann ich mich nur anschließen und wir nähern uns jetzt schon langsam dem Ende unserer Preisverleihung. Und ich möchte aber vorher nochmal alle Mitglieder des BVDAs darauf hinweisen, dass morgen um 10.30 Uhr pünktlich unsere Mitgliederversammlung beginnt. Und Sie haben dazu auch alle Einwahldaten bekommen. Und wer da jetzt noch zweifelt oder unsicher ist oder glaubt, sie nicht bekommen zu haben, der sollte sich ganz schnell an die charmanten Mitarbeiterinnen der BVDA-Geschäftsstelle wenden und das dann noch regeln. Genau, und ganz wichtig an der Stelle, wir können es nicht alleine, so eine Preisverleihung digital durchzuführen. Da sind viele Hände am Werk, zum einen extern mit dem großen Regie-Team, das hier hinter den Kulissen ist, was wir gar nicht wahrnehmen, und zwar Remake TV. Vielen Dank dafür. Ja, und ein ganz, ganz großes Dankeschön geht einmal an Herrn Hertel. Der kriegt ein Buch geschenkt, was wir hier jetzt nicht vor der Bühne überreichen werden, weil wir natürlich unsere Regel einhalten, nur 2 Leute vor der Kamera. Also Herr Hertel wird ein wunderbares Buch geschenkt bekommen. Und Anne Henning,
Vielen, vielen Dank. Corona-konform nicht direkt überreicht, aber hier hingestellt. Vielen Dank. Toll. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das fand ich auch. Es war ein großes Vergnügen. Vielen Dank, Jörg. Und diesen Spaß haben wir zu verdanken, aber auch allen anderen Kollegen vom BVDA-Team, die jetzt hinter der Kamera sitzen oder auch morgen schon die Mitgliederversammlung vorbereiten. Und das ist wirklich ein tolles Zusammenspiel, wie hier alle motiviert das zusammenbringen. Und für heute würde ich aus dem Team nur noch drei Personen hervorheben. Das ist einmal Rebecca Langner, die wirklich hier die Veranstaltungsfäden zusammenzieht. Dann Michaela Steinhauser, die auch in der Jury sehr stark mitgearbeitet hat und den Arbeitskreis Redaktion leitet. Und ganz besonders Anne Meyer. Wir nennen sie intern Frau Durchblick, weil sie wirklich hier alles wunderbar mit den Einreichungen organisiert. Ein ganz, ganz großes Dankeschön, Anne, hinter der Kamera, die da jetzt auch in der Regie sitzt. Und wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr wieder auf der Bühne und in persönlichen Kontakt mit Ihnen sein können und sagen Dankeschön, dass Sie dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Musik